Hallo, liebes Internet. Diesmal melden wir uns mit unserer ARK-Folge mal wieder aus der dunklen Höhle. Wir haben jetzt seit mehreren Tagen, seit gestern noch nicht wieder rausgefunden und werden euch jetzt bespaßen mit dem lustigen Flug aus der Höhle. Dabei sind die Timberwolves, Dennis, Moin. Lukas und unser Langzeitstudent, der Devil. Ja, aber ich bin nicht immer alles gut. In der Zwischenzeit, ganz kurz, habe ich hier den Sattel angelegt, damit der Tesla schneller ist. Ist ziemlich gut eigentlich. Der ist normales Itchy-Tempo halt, ne? Und der Trike ist in der Zwischenzeit gezähmt worden, ist das Level 131 und hier habe ich ein Bärchen genannt. Oh, welche Farbe hat Bärchen? Normales Grün. Da können wir mal eine Abstimmung drüber machen, ob Grün die Farbe für ein Trike ist oder ob es nicht lieber rosa sein sollte. Nee, wir müssen zurück. Hide. Ja, von hier ist aber falsch. Dann dich mal kurz Hide holen. Da, weil da hast du mich lang geflogen. Und ich muss jetzt irgendwas. Ich habe übrigens jetzt so eine Insel mal geholt, mir angeschaut, da die ist relativ friedlich, da werde ich jetzt mal so einen Hafen bauen. Yeah, du bist shit. Das ist mein neues Projekt. Oh, hier steckt eine Schildkröte in meinem Dingens. Die werde ich jetzt einfach mal wegkloppen. Warum auch nicht? Ah, jetzt müssen wir. Nee, da ist falsch. Da war ich da vorher noch nie. Wenn man da gerade hinfliegt. Was soll das denn jetzt? Wir müssen da. Ich glaube, wir müssen ein Stück nach unten. Nach unten? Ja, wir sind ein Stück hochgeflogen. Ich sehe schon, das wird eine Vorspul-Streichfolge. Das wird eine Sterbefolge. Irgendwann vergrößt man. Ich habe auch noch nicht mehr viel. Hast du da nicht alle Bärchen bei mir rausgenommen? Tot! Wo seid ihr? Warum, wie bist du gestorben jetzt? Wie kannst du eigentlich so blöd sein? Wie ist Sven gestorben? Bitte, dass er. Er ist in du siehst es bei mir in der Folge. Ah. Also, wenn das einer gefilmt hätte, wie ich gestorben bin. Hab ich. Ups. Könnt ihr mir das nicht bitte jetzt erklären? Nein. Das mein Gott, ich guck die Folge sowieso, um es nochmal genau zu sehen. Erklärt mir jetzt einfach, wie es passiert ist. Er ist gestorben, so das reicht. Das würde dich so emotional aus der Bahn schmeißen. Ja. Ich glaube, du wirst nie wieder mit Sven aufnehmen. Ja, also, du würdest wirklich weinen. Mal, Lukas, also, wo bist du überhaupt? Also, weiß ich nicht. Das ist gut. Also, ich bin gut gegrillt. Ich habe umgeklappt, 3 Minuten. Gut, wenn ich jetzt schon mal gestorben bin, dann kann ich mich schon mal unauffällig zu meinem Prinzessinnen-Schloss begeben. Wo hast du denn überhaupt jetzt die Bärchen gefunden? Zu deinem Prinzessinnen-Schloss? Ja, und schnell weiterbauen, bevor die anderen wiederkommen. Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden. Echt? Mist, schneller. Kannst du mir das vielleicht mitteilen, wo er ist? Wo bist du denn? Welchem ein Artefakt? Dennis, kannst du, bevor das Video online kommt, mir die privat, wenn es solange es noch privat ist, quasi meine E-Mail da eintragen, dass ich sie mir angucken kann, das Video? Ich glaube nicht. Warum nicht? Nö, keine Lust. Du möchtest diese Szene sehen? Ja. Bei Off the Massive. Na gut, ich guck mir einfach alle eure Folgen an, dann sehe ich das schon. Das wäre total toll. Wir schauen uns auch deine Folgen an. Jedes Mal, wir versuchen immer zu lernen. Was hat denn der so? Oh, 7800 Food, geiler Trike. Vor allem, wenn ich jetzt mit dem Bären fahren will. Wo bist du? Kommst du, weißt du, wo der Fall ist? Alles klar. Lukas? Welcher Fall? Der Lava-Fall, ich weiß nicht mehr, wo der ist. Dieser Multiplikator an, wenn man mit dem Trike Bären farmt. Ah, doch, ich bin hier oben gekommen. Gerade habe ich mal mit 7-8 Schlägen habe ich 270 Narko-Bären. 270. Ich kann dir unseren Biber ausleihen, der ist auch nicht schlecht. Ja, einen Biber wollte ich mir eigentlich auch mal sehen. Muss mal gucken, wo gibt's hier eigentlich? Ausleihen kann ich mir da auch mal. Wo haben wir unseren denn her? Oh. Gibt's immer die. Biber müssten es in Binnengewässern sein, ne? Das war eine rhetorische Frage. Ich sehe dich, Lukas. Ach ja! Oh. Was denn? Ja, ich weiß wo. Da gehst du direkt in eurer Base und da eure Beiseite steht Bock vorne. Ach ja, stimmt, der hat ja bei uns gewohnt. Ja, ne? Das war Glück. Manchmal lohnt es sich auch an einem See zu bauen. Ja. So, ich weiß nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Ach nee, genau, da sind die Lichter, also kommen wir von hier. Die Lichter. Kann aber auch ein entgegenkommender Zug sein, ne? Ja, aber keine Lichter aus Feuer. Achso. Sehe ich nicht mehr. Oh,
Alter, man kann mich doch nicht übersehen. Entspann dich. Oben. Das ist die Agro-Folge. Wir hatten schon lange keine Agro-Folge mehr. Doch, dich ist langweiliges Farmen und wir haben ein paar Tiere erschossen. Wir können sie auch Zickenterror nennen. Ja, komm gleich nach Hause und er schießt dich, du Zicke. Ja, mach doch. Ja, das wäre meine Idee. Warte, ich muss was trinken. Ja, ich auch, aber dafür gehe ich ins Wasser. Oh, seid ihr schon im Wasser? Ich bin schon mal raus. So schwierig ist es auch nicht. Ich muss was aus meinem Wassersack finden. Ertrinken. Drückt der Junge einfach mal E. Ich habe nicht E gedrückt. Sondern? Ich hatte keine Stamina mehr. Ich habe keinen Schnipppunkt. Ich kriege jetzt mal über viele Nachrichten auf dem Handy. Echt? Wollen wir mal aufnehmen. Möchtest du auch mal deine Handynummer rausrücken? Ja, komm, hier ist er. Mein Handynummer. In der Kamera. Leute, jetzt ist mein Handy gerade ausgegangen und spiegelt es einfach so, dass mein Bildschirm da drauf zu sehen war. Alles klar. Da habt ihr meine Handynummer gesehen. Schreibt mal die Werte aus meinem Arginwitter ab. Hast du wenigstens die wichtigen Sachen noch in deinen Vogel getan, bevor du gestorben bist? Ja, mein Vogel ist ja mit abgestürzt, oder nicht? Ja, der ist aus der Lava gelandet und weitergeflogen. Ey, was ist denn das für ein Mobbing? Was ist denn das für ein Mobbing-Vieh? Weißt du, mich abschmeißen, ne? So. Ich werde hier nicht mehr fliegen. Gut. Ich hab's mir jetzt abgewöhnt. Also ich glaube, wir müssen Sven Heiz heben. Ja. Nee, tauchen. Dann müssen ja auch alle 10 Sekunden auf Stunt erwarten, ja, genau. Oh, ein Säbelzahntiger! Sven ist schon wieder tot. Ich warte nur auf die rote Schrift. Ja, ich auch. Alter! Ja, es kommt da gleich, also à la Putin und sitzt oben drauf. Ich warte schon auf die Memes in den Kommentaren. Nee, welche Memes? Die mache ich selbst, wenn er. Du disst hier ganz schön rum, ne? Ja, das ging gut, darf ich das aber sagen. In der letzten Folge hast du dich noch mit Haus und Hof, Haus und Heim angelegt, weil die 88 auf dem Kennzeichen haben. Ja, ja. Jetzt ist es Putin, wir haben noch gar kein Pferd. Ich meine, ich bin zwar nackig, nur eine Unterhose an, aber. Hallo? Das stimmt, wenn du dich jetzt noch einen Säbelzahntiger setzt, ne? Oh, ein Pferd brauche ich. Ein Pferd, ist doch hässlich. Ja, aber, naja. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Habt ihr leider recht. Do you have understood my Gedankengang? Nee. Aber ist egal. Hast du nicht vorhin was von dem T-Rex gelabert, Dennis? Hallo. Wo ist der Unterschied zwischen Royal Engineers Workstation und Alternate Engineers Workstation? Aha. Wo bist du? Wo ist der Sack Vogel? Ist gestorben. Ach, Lukas. Ich hasse halbe Sätze. Ich auch. Das hat mich auch gerade Dirk am Unterricht, der nicht aufgepasst hat. Ja, ne, wo bist du? Wo ist dein Vogel? Schon zu Hause. Aber ich hab zu früh Geil. Zumindest hat er nichts verloren. Das kann, okay. Das hat er gut gemacht. Ich flieg durchs Tor. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich gleich ein bisschen C4 bastel. Kannst du gar nicht, es hat Level 85. Oh ja, mach du mal dein C4. Ich hab einen Raketenwerfer. Oh. Ja gut, das hat Level 75. Oh, das kann noch kein Powder. Mist, so, ich hab ja erst welches gekauft. Aber zum Glück finde ich ein paar Hosen vermutlich hier irgendwo, ne? Wie wird man schneller? Was machst du da? Krass die Aufnahme, ey. Nee, Gott. Du, der an seinem Mikrofon rumdrödelt. Lukas. Ich? Wir haben uns alle lieb. Und da, ja, das da, stimmt. Alles klar. Ja, zu singen und sehr schlachig. Sag ich doch, wir haben uns alle lieb. Es ist alles nur fürs Internet. Ich verstehe mal nicht, warum mir das keiner glaubt, dass ich alle immer lieb habe. Die denken, ja, ich meine das nicht ernst. Wieso hast du eine Hose an? Hä, wenn ich gestorben bin. Dagegen? Hast du was dagegen? Wir sollten hier echt zu einem FKK. Ist billiger, ne? Ja. Ach ja.
Warte mal, ich habe gerade mal eine Idee. Oh mein Gott, das wäre so nice. Du hast eine Idee? Jetzt kommt's. Was? Eine wiederverwendbare Hose. Was hast du eigentlich schon mir weggeworfen? Das geht dich gar nichts an. Und jetzt. Oh, ein Schlag, 136 Stein. Oh, was, mit was geht denn hier ab? Was machst du denn da? Hm? Cheatest du ab wieder? Hm? Ja. Jetzt erzähl, wieder. Jetzt dachte, erzähl uns mal, was du gemacht hast. Ich hab Stein gefahren mit dem Dödikurus. Mit wem? Mit dem Dödikurus. Beschreib ihn uns mal mit deinen eigenen Worten. Das ist ein runder Koloss mit Stachelschwanz. Murmel. Ja, genau. Murmel. Murmel. Sag das doch einfach. Sag doch einfach, dass ja, es Murmel ist. Was ich denn, wie ihr die nennt. Ja, so wie er heißt. Wie sieht's aus? Murmelmäßig. Sieht aus wie ein, wie heißt denn das? Gürteltier. Ja, genau. Mhm. Hm. Oh, aber was ist denn, was sind deine Gott. Murmel für ein Level? Level 18. Oh, wir haben ein Level 90, hatten wir das erzählt? Nö, ja. Da hab ich das nicht gehabt, wie ich mitgekriegt hab. Muss ich das Wooden Chair für lernen? Wo ist der denn? Oh ja, Dennis, bau es für uns. Du weißt gar nicht, was ich vorhab. Bau es! Dann können wir den Kollegen mal zum Kaffee trinken einladen und zu zeigen, was wir gebaut haben. 100 Holz kostet das Ding. Baue also, jetzt? Hab ich. Ja, ich mir ist gerade aufgefallen, dass ein Tausender Stacks sind und daran dürfte uns auch nicht fehlen. Was brauchst du? Setch? Oh, haben wir Setch? Tatsächlich. Ja. Okay. Haben wir tatsächlich auch noch Polymer? Also nicht nur das Organische? Ich glaube nicht. Man weiß es nicht. Also mehr als das Organische? Ja. 5 Minuten. Was? 5 Minuten Zeit noch. Gut. Okay. Wie lange haben wir dann jetzt eigentlich, wie viele Folgen haben wir denn jetzt eigentlich aufgenommen? Mittwoch, Donnerstag, was? Freitag, Samstag und... Samstag, ja, nehmen wir Wochenende auf, das ist gut. Ja, machen wir auf. Echt? Ja. Da echt. Wollte ich doch kaum. So, musst du wohl. Es gibt nicht nur solche Menschen wie dich am 1. Mai, es gibt auch solche, welche, die noch unsere Folge gucken wollen, vielleicht. Eventuell. Gibt's die? Aber liebes Internet, wenn ich zum ersten, am 1. Mai schön in die Welt fahre, dann wirst du es mir doch bestimmt auch verzeihen, oder? Nö. Ich nehme auch meine kleinen Schergen mit. Wohin? Wann ist nochmal der 1. Mai? Sonntag. Ja, wenn wir für Sonntag keine Folge haben und ich sag, am 1. Mai gibt's Leute, die was anderes zu tun haben. Am 1. Mai gibt's Leute, die nicht so sind wie Sven, sondern unsere Folge gucken wollen. Du meinst, es Leute, gibt Leute, die Videos machen. Am 1. Mai. Ja, okay, das können wir auch machen. Es gibt so Leute wie mich, oh mein Gott, die nicht zum Käfertreffen fahren. Hm. Was ist das? In Hannover. Glaube nicht. Naja. Na Leute, seht ihr es? Ich sitze auf dem Stuhl. Ah doch nicht, jetzt sitze ich. Ein bisschen. Nice. Kann man dich da aufsetzen? Wir wissen noch nicht mal, wo du bist, aber ist egal. Na, da wo die Stühle stehen. Liebes Internet, hat hier einer irgendeinen Stuhl gesehen? Ich sehe keinen Stuhl. Wieso denn hier? Hier wohne ich! Ja und? Warum vier? Weil wir vier Leute sind, oder? Pass auf, das Beste kommt noch, ja? Es kommt. Tanze nackt auf dem Tisch. Pass auf, ich hab keine Hose an. Alter! Das wollte ich! Mach drauf, los, komm! Warte mal, ich guck mal. Haben wir hier auch noch irgendwo ein Niveau? Alter, ist das geil. Guck mal, wie schön das leuchtet. Weiß jetzt weg. Wie schön es geleuchtet hat. Ich find, aber das sieht viel besser aus, oder? Also ich finde das rosane wäre cooler. Haben wir nicht. Oh nein! Alter, sieht das geil aus. Welches willst du bei dir stehen haben? Ich will das rosane. Haben wir nicht. Willst du das oder das andere? Ja, ich nehme erstmal das. Okay. Wo ich den Stuhl gar nicht. Wie diesen Tisch hier gar nicht. Ich wohne hier. Oh, du kannst dich auch anstellen. Boah, aber jetzt müsste er aber auch zum Folgenende alle mal hier hochkommen. Hat einer was gegen? Ja. Wo hoch? Ja, hier hoch. Bei uns oben. Ich habe extra vier Stühle hingesetzt. Ja, war nicht besonders nah bei euch gerade.
dann halt nicht. Liebes Internet. Ja, dann setzen wir halt nur zu dritt hin, ist auch gut. Wir vier. Nein, wir drei. Wir drei, die eigentlich vier sind, aber der eine hat sich verflogen. Verflogen, ne? Lukas, wo bist du? Oder Absicht. Warte mal, ich tu das hier mal. Lukas, ich stehe direkt hier, neben Bobby. Du kommst du jetzt hierher. Hier kommst du her. Hat eigentlich irgendwer auf die Zeit geachtet? Ja, wir können uns jetzt verabschieden. Ja, ich habe hier meine Zeit, 15 Minuten. Wir können uns jetzt verabschieden, gut. Oh, warum hast du keine Klamotten an? Ich will dich gar nicht angucken, ey. Eine Sache will ich noch kurz machen, diese Folge. Also, ja, wir sind... Ein Behemoth-Gate zu platzieren. Also manchmal... Was ist denn? Wo kommt denn der Arschvogel her? Ein Hafen. Also manche Stühle kann man sich nicht draufsetzen. Ja, muss ich andersrum hinstellen. Wie steigst du denn auf den Stuhl? Also manche Stühle kann man sich nicht draufsetzen. Das ist ein Tisch. Ich muss das mal gucken. Ah, scheiße, man kann sich auf die Stühle nicht draufsetzen. Oh nein. Liebes Internet, wenn ihr sehen wollt, wie man auf einem Stuhl sitzt, schaut mich an. Komm Kinder, ich stehe einmal auf, ihr könnt euch da hinsetzen. Yay. Ich, Luca. Jetzt geh da weg. Oh, das ist aber ein schönes Foto. Komm. So, jetzt leg ich mich hier noch kurz lässig. Was, lästig? Unter den Tisch? Ich wollte eigentlich auf den Tisch, aber ist egal. So. Oh. So, mein Tor steht. Ja, Luki, geh vom Tisch runter. Geh vom Tisch runter, du störst das Finale. Er macht einen auf Sven, aber geh trotzdem vom Tisch runter. Und Dennis, du nicht? Ne? Lukas, geh unter den Tisch. Wieso? So, also ich bin bereit, die Folge zu beenden. Jo, wir auch, wir sagen. Wir sind also richtig schön. Also nächste Folge geht's weiter mit dem Hafen-Dings hier. Wir können uns dann nochmal überlegen, wie wir das machen mit dem Battle. Jo, das überlegen wir. Also dann setzen wir euch ein paar Vorschläge vor und ihr sagt... Genau, dann, nächste Folge diskutieren wir wieder drüber. Und einer kann abstimmen. Genau. Einer, genau. Na gut. So, liebes Internet, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.